Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Fortsetzung unserer Konferenz im Rahmen der Ausstellung 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus, die heute mit einem sehr dichten Programm fortgesetzt wird. Dies finden Sie hier auch ausgelegt, um ein bisschen verfolgen zu können, was heute noch passiert. Wir fangen heute Morgen an mit zwei Beiträgen von Patrick Rössler und Axel Heil. Dann gibt es eine Mittagspause und dann gibt es weitere Beiträge von John Barker, Marion von Osten, Mona Mahal und Asli Serbest und daran anschließend ein Panel, wo wir dann nochmal alle anwesenden Referenten, Referentinnen bitten, zusammenzukommen, um nochmal Fragen, die sich aufgestaut haben, während dieses Tages dann auch nochmal gemeinsam diskutieren zu können. Es hat gestern angefangen mit einem Vortrag unter anderem von Philipp Oswald und vielleicht nur, um das nochmal uns ins Gedächtnis zu rufen, er hat nochmal angesetzt, auch an der Bedeutung der Ausstellung 1968, die hier im Württembergischen Kunstverein stattgefunden hat und vor allem deren Rolle für eine gewisse Markenbildung, die sozusagen für das Bauhaus, die sozusagen vom Kreis, Quadrat und Dreieck bis hin zur weder, wie wir gestern gelernt haben, weder innovativen noch funktionalen Wagenfeldlampe reicht. Es ging um, auch wie diese Ausstellung eben eine gewisse Dominanz der Rezeption von Gropius aufwies, wie es gewisse Konflikte auch geglättet hat, die es durchaus auch am Ende der Gropiusschen Phase am Bauhaus, also wie es dazu beigetragen hat, Konflikte zum Beispiel, dass dieser Begriff eben oder diese Formel von Gropius, Kunst und Technik, eine Einheit eben nicht von allen geteilt wurde. Oder wie auch etwas wie, das war für mich auch nochmal ganz interessant, wie auch so ein Paradebeispiel für Gropius, wie die Törtensiedlung in Dessau eben alles andere als erfolgreich war und einen großen Konflikt oder eine Krise ausgelöst hat, die möglicherweise auch Teil der Schließung des Bauhauses in Weimar zur Folge hatte. Und zum Schluss ging es auch nochmal ganz stark, was man auch am Katalog der 68er-Ausstellung nachlesen kann, dass zwar Hannes Meyer, der eben nicht besonders geliebt war von Gropius, zwar auftaucht, aber doch eher als Verräter und als Problemfigur dargestellt wurde. Also dass von Gropius ein regelrechtes Hannes Meyer-Bashing ausging. So viel zum gestrigen Tag. Heute geht es jetzt eben erstmal weiter mit Patrick Rössler. Patrick Rössler ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt mit dem Schwerpunkt empirische Kommunikationsforschung und Methoden. Er hat zahlreiche Arbeiten zur Geschichte der visuellen Kommunikation, zur neuen Typografie und zum Bauhaus veröffentlicht. Zudem hat er Ausstellungen kuratiert und Publikationen herausgegeben, unter anderem zur Zeitschrift Die Neue Linie, zu Herbert Bayer, zur Bauhaus-Typografie und zum funktionalen Grafikdesign der Zwischenkriegszeit. Hervorheben möchte ich nur die Monographie Herbert Bayer, die Berliner Jahre, Werbegrafik 1928 bis 1938 von 2013, die nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Gestaltung her hervorragend ist. Ebenso die Ausstellung und Publikation Das Bauhaus am Kiosk, die neue Linie 1929 bis 1943, an denen er zwischen 2007 und 2009 arbeitete. Oder die Ausstellung Mein Reklamefegefeuer, Herbert Bayer, Werbegrafik 1928 bis 1938, die 2013 und 2014 am Bauhausarchiv Berlin und im Gutenberg-Museum Mainz zu sehen war. Wie gestern schon angekündigt, sein Vortrag beschäftigt sich mit der Werbegrafik der 1930er Jahre am Beispiel von Herbert Bayer und dem von ihm gegründeten Studio Dorland. Ja. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, dear colleagues, my apologies, I will speak in German, which is my mother tongue, but you have wonderful translators and they will be able to provide you with any information I'm giving you in my speech, I'm sure about that. Vielen herzlichen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren dafür, dass ich heute hier sprechen darf. Ich habe die Ehre, den zweiten Tag unserer Konferenz zu eröffnen und ich tue das mit einem Blick zurück in die Vergangenheit, wie jetzt schon mehrfach angekündigt. Vor 50 Jahren hat Herbert Bayer, zunächst Student in Weimar, später Jungmeister in der Reklamewerkstatt in Dessau,
Vor 50 Jahren hat Herbert Bayer maßgeblich an der Ausstellung 50 Jahre Bauhaus hier in Stuttgart mitgewirkt. Philipp Oswald hat gestern sehr höflich von ihm Herbert Bayer ausgelassen in seiner Parade der Leute, die er durchgegangen ist, in einer Art nicht abgesprochener Arbeitsteilung. Aber er konnte sich natürlich darauf verlassen, dass ich das heute ausführlich behandeln werde. Sowohl das Konzept als auch die erhaltenen Drucksachen, Plakat, Katalog, sogar das Briefpapier tragen Herbert Bayers Handschrift. Dass ausgerechnet er damit betraut wurde, ist kein Zufall. Schließlich hatte er, wie wir gestern gehört haben, schon 30 Jahre zuvor, im Herbst 1938, also eigentlich noch ein Jubiläum in diesem Jahr, hat er schon 1938 die Bauhaus-Retrospektive im Museum of Modern Art in New York eingerichtet, in Abstimmung mit Walter Gropius und seiner Frau Ise. Und das ist vielleicht wichtiger, er verfügte schon seit seiner Bauhauszeit über die reichhaltigsten Erfahrungen im Ausstellungsdesign unter allen Bauhausangehörigen. Sie sehen das an den Tafeln in der Ausstellung hier. Ich will heute dazu beitragen, dass Sie den Hintergrund, vor dem Bayer die Ausstellung von 1938 und 1968 konzipiert hat, dass Sie diesen Hintergrund besser verstehen. Der Schlüssel für dieses Verständnis ist für mich aber nicht die Bauhauszeit, so wie Herr Oswald das gestern entwickelt hat, sondern sind die 30er Jahre bis zu seiner Emigration in die USA. Nach eigener Aussage im Rückblick von 1972 hatte er damals ein gutes Leben in Berlin als künstlerischer Leiter des Studios Dorland, der führenden Werbeagentur im Deutschen Reich. Wie will das passen zu jener für viele Bauhäusler so schlimmen Zeit nach 1933, von der wir glauben, schon so viel zu wissen? Beim Vortrag liegen zwei zentrale Perspektiven zugrunde. Die erste ist wenig überraschend, fast schon trivial, dass nämlich Herbert Bayer in seinen grafischen Entwürfen der Pionier einer modernen Bildsprache war. Eine Bildsprache, die ihrer Zeit locker um 20 Jahre voraus war. Es ist mir trotzdem wichtig, diese These aus der Anschauung von einigen Arbeiten Bayers heraus zu entwickeln, primär aus der Gestaltung von illustrierten Zeitschriften. Natürlich werde ich auch einige Referenzpunkte anderer Künstler einbauen, aber ich werde mich auf seine Arbeiten konzentrieren, von denen Sie ja auch einige in der Ausstellung gesehen haben. Meine zweite Annahme aber, und die ist mein eigentliches Anliegen, meine zweite Annahme geht über die künstlerische Arbeit hinaus und widmet sich der Person Bayers. Ein anderes Zitat von ihm aus den 1930er Jahren selbst spricht von zum Teil sogar ganz netter Arbeit. Und die Formulierung legt bereits nahe, dass das die Ausnahme war und der Regelfall, der andere Teil eben, gar keine netten Arbeiten. Ich werde deswegen in der zweiten Hälfte meines Vortrags verstärkt auf den historischen Kontext eingehen, insbesondere auf die Zeit zwischen 1933 und 1938, in der Herbert Bayer, der ehemalige Bauhausmeister, in der Herbert Bayer ein durchaus schwieriges Arrangement mit der faschistischen Staatsmacht gefunden hatte, bis zu seiner endgültigen Emigration im Herbst 1938. Ich habe, um diese beiden Punkte zu illustrieren, hier zwei seiner berühmten, fast schon ikonischen Zeitschriftencover gegenübergestellt, die auch die fraglichen Lebensphasen begrenzen. Zum einen sehen Sie links die preisgekrönte Arbeit für den Umschlag der Bauhauszeitschrift von 1928 und zum anderen sein Italien-Cover für die neue Linie von 1938, kurz vor seiner Emigration in die USA, in der Ausstellung sehr prominent, sogar gleich zweimal vertreten. Herbert Bayer, im Jahr 1900 geboren, war als 21-Jähriger aus seiner österreichischen Heimat ans Bauhaus gekommen. Er hatte vorher schon verschiedentlich im Bereich der Plakat- und Reklamengestaltung gearbeitet und wurde sich zeitlebens als bildender Künstler, also als Maler, Architekt, Bildhauer und so weiter, verstanden hat. Trotzdem blieb das Grafikdesign immer das Gebiet, das er zwar wenig liebte, einmal nannte er es sogar mein Reklame-Fegefeuer, aber das ihm sein Ruhm und sein Auskommen sicherte. Er hat sich am Bauhaus schnell in Richtung des Meisters László Molinács, eines ungarischen Konstruktivisten, orientiert. Der hat wiederum sein Talent sofort erkannt und Bayer zum Jungmeister und später Leiter der Reklamewerkstatt am Bauhaus befördert. In dieser Zeit kann Bayer als einer der prominentesten Verfechter der sogenannten neuen Typografie gelten, die Moholy im Kontext der Bauhausausstellung 1923 proklamiert und Jan Tschichold 1925 in seinem Sonderheft für die typografischen Mitteilungen ausgeführt hatte, das Sie auch in der Ausstellung sehen. Das war jetzt sehr gerafft, ich weiß, aber Bayer und die neue Typografie, das wäre ein eigener Vortrag, den halte ich beim nächsten Mal.
Ich zeige Ihnen hier nur exemplarisch zwei weniger bekannte Zeitschriftencover aus dieser Zeit, die das so ein bisschen verdeutlichen. Links sein Entwurf für die Zeitschrift Schlesisches Heim der modernistischen Wohnungsfürsorgegesellschaft in Oppeln, die mit vielen modernen Architekten in Kontakt stand. Und rechts eine eher typografische Lösung für das Mitteilungsblatt der Jungen Bühne im Friedrichtheater Dessau, Titel Die Brücke. Sie sehen an beiden Arbeiten das Typische der neuen Typografie, also Verwendung von Versalien, klare Organisation der Fläche, serifenlose Schrift, links die Diagonale ganz auffällig als Ordnungsprinzip, um Spannung zu erzeugen. Dieses berühmte Porträtfoto von Herbert Beyer rechts, das er auch später immer wieder für seine Selbstdarstellung verwendet hat, wurde von seiner Frau Irene aufgenommen. Es zeigt Beyer an seinem Arbeitstisch, wo er die Druckvorlage für den Dessau-Faltprospekt, der auch in der Ausstellung zu sehen ist, eigenhändig aus Text- und Bildelementen in einem Raster zusammensetzt. Diese Aufnahme aus dem Jahr 1926 verdeutlicht gleichzeitig das Profil eines ganz neuen Berufsbildes, in dem ein Grafikdesigner nicht nur Entwürfe zeichnet, sondern auch alle weiteren Schritte der Umsetzung kontrolliert. Und deswegen ist genau dieses Foto, eines der ersten seiner Art, ein Schlüsselbild für eine Ära, in der noch keine visuellen Prototypen existiert haben, um den Beruf des Grafikdesigners zu veranschaulichen. Und dieses Porträt von Beyer, obwohl es in seiner Zeit zunächst nicht veröffentlicht wurde, besitzt dafür geradezu ikonografische Qualitäten. Mit Gropius, Mohli und Breuer hat sich Beyer 1928 entschlossen, das Bauhaus zu verlassen. Herr Oswald hat uns dazu gestern berichtet. Und in der Reichshauptstadt Berlin zu arbeiten. Um den Start in die Praxis nach der Zeit am Bauhaus möglichst erfolgversprechend vorzubereiten, gestaltete Beyer durchaus mit Kalkül hier links das erste Heft der Bauhauszeitschrift, Jahrgang 28, das am 15. Februar, also gut einen Monat nach seinem Kündigungsschreiben, im neuen DIN A4-Format und insgesamt in neuem Layout erschienen ist. Es war eine Bewerbungsschrift. Seine Auflage von 3000 Exemplaren, die an die Avantgarde im In- und Ausland verschickt wurde, verarbeitete das Magazin auch Beyers berühmte Umschlagmontage in Form einer Fotoplastik, auf der sich schon Elemente, und deswegen habe ich es hier auch aufgenommen, des Plakats von 1968 wieder entdecken. Und Herr Oswald hat uns gestern darauf hingewiesen, es war 68 nichts Neues. Nein, natürlich war es nichts Neues. Es war 28 schon auf diesem Cover drauf. Er kombiniert dazu eine gefaltete Ausgabe von 27 derselben Zeitschrift mit einigen Utensilien des Gebrauchsgrafikers und insbesondere natürlich den geometrischen Objekten, Kugel, Kegel, Kubus, können Sie erkennen, zu einem komplexen Arrangement aus Formen und Schatten, das so auch einige Elemente, symbolische Elemente der Bauhauslehre vereinigt hat. Anlässlich der bedeutenden Ausstellung Foreign Advertising Photography vom 2. bis 16. März 1931 im Art Center in New York wurde Beyer mit dem ersten Preis für diesen Entwurf ausgezeichnet. Und das war damit tatsächlich ein hervorragendes Aushängeschild. Er hat doch so renommierte Fachkollegen wie Man Ray, André Kertész, Germain Krull, Paul Huytema, Piet Zwart oder sogar seinen früheren Lehrmeister László Molinocz hinter sich gelassen. Die haben sich nämlich auch alle an diesem Wettbewerb beteiligt. Sein Schritt in die Selbstständigkeit führte ihn dann logischerweise weiter auf dem Terrain der Zeitschriftengestaltung. Beyer erzählte später selbst über die Zeit in 1928. When I came to Berlin, I started to work freelance and I showed my work, in Klammern, das Bauhausheft. I showed my work also at the newly opened office of Vogue. And the art director, Aga saw it and said, well, we want you and we like you here. And I said, yes, that's fine, I can do that. And so I was art director of Vogue. Egal, was man von diesem anekdotisch gefärbten Rückblick halten mag. Tatsächlich war schon im April 28 in Berlin die erste Ausgabe der deutschen Vogue als Versuch erschienen. Das erfolgreiche Konzept einer Kulturzeitschrift mit Schwerpunkt auf gehobener Mode nach England und Frankreich in den weiteren prosperierenden Markt zu übertragen, Deutschland. Weil die Agentur Dorland in Bürogemeinschaft mit Condé Nast immer die alleinige Anzeigenvermittlung für alle nationalen Fassungen der Vogue wahrgenommen hatte, wurde zum 30. März 28 auch eine deutsche Dorland-Filiale gegründet. Die Auflage der deutschen Vogue betrug im Herbst 28 nach offizieller notarieller Feststellung rund 35.000 Exemplare. Noch bis Mai 1929 präsentierte sich die deutsche Vogue
in so einem konventionellen Design mit geringem Spielraum für Innovationen im Sinn der neuen Typografie. Sie sehen die klassische Mittelachsenorientierung, die Rähmchen und Bordüren, sieht alles aus wie so in so einem Fotoalbum eingeklebt. Wenn Bayer für sich reklamiert, er habe die Page-Layouts für die deutsche Vogue erstellt, dann schlug sich das erst in den Ausgaben ab Juni 1929 nieder, also ein Jahr später. Jetzt werden serifenlose Schriften, asymmetrischer Satz und ein Verzicht auf Rahmen und Zierrat zugunsten von Weißflächen und seitenfüllenden Fotografien erkennbar. Und natürlich lässt dieser Relaunch deutlich die Handschrift Bayers erkennen. Aber man sucht seinen Namen in der deutschen Vogue vergeblich. Der Art Director war den Herausgebern damals kein Eintrag im Impressum wert. Wenn Bayer andererseits im späteren Fragebogen von Walter Gropius seine eigene Tätigkeit mit 1928 bis 1930 künstlerische Leitung der Gesellschaftszeitschrift Vogue angab, diente es wohl primär der Schließung von Lücken im Lebenslauf. Tatsächlich scheint Bayer nämlich nur 5 Hefte mit den 1929 und damit kein halbes Jahr lang die deutsche Vogue gestaltet zu haben. 1930 existierte sie gar nicht mehr, war sie schon eingestellt. Diese Schließung der deutschen Vogue führte zu einem Liquidationsbeschluss auch für die Agentur Dorland. Daraufhin hat Walter Mattes, bislang Anzeigenleiter für die Vogue, diese Agentur als kaufmännischer Leiter übernommen, als reine Werbeagentur, ohne Anbindung an die Vogue. Und Bayer sollte parallel als künstlerischer Leiter das Dorland-Studio aufbauen. Dieses Dorland-Studio war selbstständig finanziell und wurde von Bayer eigenverantwortlich geleitet. Einer der ersten und zugleich öffentlich sichtbarsten Aufträge, den Bayer mit seiner persönlichen Signatur versehen konnte, hat ihn im März 1930 ereilt. Die Gestaltung von Umschlagseiten der modernen Modezeitschrift, die neue Linie, Sie haben sehen in der Ausstellung eine ganze Galerie von Originalen. Im Frühjahr 1929, und bedenken Sie, die Vogue war gerade ein Jahr vorher in Deutschland auf den Markt gekommen, wollte der Leipziger Bayer Verlag sein Flaggschiff, die Zeitschrift Frauenmode, einem grundsätzlichen Relaunch unterziehen. Sie wollten im Segment der elitären Gesellschaftsmagazine eben auch reüssieren. Das war durch die Einführung der deutschen Vogue nämlich in Bewegung geraten. Und unmittelbar nachdem im Juni 1929 in der deutschen Vogue die Veränderungen sichtbar geworden waren, die Herbert Bayer beeinflusst hat, hat dann auch der Bayer Verlag den Relaunch seiner Frauenmode angekündigt als die neue Linie. Frage: Wie kommt ein Verlag aus Leipzig, der bislang durch eher biedere Modeheftchen gerade nicht aufgefallen war, plötzlich auf die Idee, ein für seine Verhältnisse so radikales Experiment wie das mit der neuen Linie zu starten? Es hängt wie so oft an einzelnen Personen, in diesem Fall an der ehemaligen Bauhäuslerin Irmgard Sörensen-Popitz, heute weitgehend vergessen. Sie war zwar nur kurz am Bauhaus, aber das eine Jahr war für sie prägend. Nachdem sie in Leipzig Kommilitonin von Jan Tschichold war, Sie erinnern sich, neue Typografie, Heft hier in der Ausstellung, hat sie Moholy Notchs Unterricht am Bauhaus besucht und da hat sie auch Herbert Bayer kennengelernt. Jedenfalls stammt aus Sörensens privatem Nachlass dieser kleine Schnappschuss, den sie gemeinsam mit Bauers Frau Irene zeigt, anlässlich einer Tagung von Gebrauchsgrafikern am Bauhaus. Aber Sörensens Wurzeln persönlich lagen in Leipzig, dort war sie auch verheiratet, dort zog sie nach der Bauhaus-Episode wieder hin und wurde sowas wie eine Art Directorin im Bayer Verlag, bevor es den Beruf überhaupt gab. Und sie war nämlich diejenige, die 1929 zunächst Laszlo Moholy Notch den Job vermittelt hat, das Flaggschiff des Bayer Verlags, eben die mondäne Frauenmode, neu zu gestalten. Moholy Notch unterhielt seinerzeit ein Büro in Berlin. Er war dort in engem Kontakt mit Herbert Bayer geblieben, etwa zur selben Zeit wie er, der das Bauhaus verlassen. Und sein Umbruch war radikal. Nicht nur der Titel der Frauenmode änderte sich in die neue Linie, auch das Logo war in Kleinschreibung und Herbert Bayers Universalschrift gehalten. Die Titelblätter waren oft Typofotos oder Montagen, das Heftinnere nach den Prinzipien natürlich der neuen Typografie angelegt, klare Formen und Linien, kein Zierrat, Mut zur weißen Fläche, asymmetrische Anordnung, Gestaltung in Doppelseiten, großformatige Bilder, oft angeschnitten, vieles mehr. Sie sehen Beispiele in der Ausstellung. Dieses Konzept entwickelte Moholy Notch und wörtlich heißt es im ersten Heft der neuen Linie Umschlagbild und typografische Einrichtung von Professor Moholy Notch, Berlin. Dass nicht Herbert Bayer diesen Auftrag erhalten hat,
der mit Popitzens persönlich bekannt war und dessen Frau Irene längere Zeit bei Dr. Popitz, Söres Mann, der Arzt war, in Behandlung war, dass eben nicht Bayer zum Zug kam, hat daran gelegen, dass er zu der Zeit offiziell noch für die Konkurrenz der Deutschen Vogue gearbeitet hat und deswegen nicht verfügbar gewesen ist. Bis 1933 hat Molly Notch noch 9 weitere Umschläge gestaltet, hat einige Typo-Fotos fürs Heftinnere gestaltet, aber wesentlich prägender erwies sich dann Herbert Bayer für die Zeitschrift. Als zentraler Umschlaggestalter zwischen 1930 und 1938 hat er insgesamt 26 Entwürfe geliefert, also etwa 3 pro Jahr oder 1/4 aller Umschläge in dieser Zeit. Es ist noch unklar, wie genau das Verhältnis beschaffen war zwischen dem Berliner Dolan-Studio und der Neuen Linie, ob Bayer über die punktuelle Zusammenarbeit für die Umschläge hinaus tatsächlich kontinuierlich an der Gestaltung der Neuen Linie beteiligt war, würde ich bezweifeln. Aber die Bedeutung der Neuen Linie als gelungenes Beispiel, bei dem die Bauhausmoderne tatsächlich einen Übergang in die Produktwelt der breiten Öffentlichkeit geschafft hat, diese Bedeutung kann kaum überschätzt werden. Die Neue Linie ist nämlich das einzige Periodikum von allgemeinem Interesse und breiter Öffentlichkeitswirkung, also keine esoterische Kunstzeitschrift, die einzige Zeitschrift von breitem Interesse, die von einem ehemaligen Bauhausmeister, Laszlo Molly Notch, konzipiert wurde und an dem der bekleidendste Reklamegestalter, heute würde man sagen Kommunikationsdesigner des Bauhauses, Herbert Bayer, maßgeblich beteiligt war. Der Verlag selbst war stolz auf diese Kooperation. An verschiedenen Stellen in den Heften werden Bayer und Molly Notch als Mitarbeiter der Neuen Linie bezeichnet. Und Bayer selbst hat nach seiner Zeit bei Vogue aber nie mehr die Verantwortung für eine komplette Zeitschrift übernommen. Mit einer Ausnahme, die möchte ich Ihnen gerne zeigen, weil Sie sie sonst so gut wie nie zu sehen bekommen. Das Berliner Fotostudio Atelier Binder hat ab 1932 in loser Folge eine kaum bekannte Firmenzeitschrift namens Die Gesellschaft produziert. Und deren Ausgaben im damals trendigen A4-Format waren laut Impressum von Herbert Bayer Studio Dorland gestaltet. Der Fokus auf handwerklich gute Fotografie aus dem Atelier Binder, die in einem Reklameblatt möglichst vorteilhaft in die Szene gesetzt werden sollte, dürfte Bayers Vorstellungen von einem modernen Layout sehr nahe gekommen sein. Aber besonders radikal war Bayer bei den Umschlägen, die meistens nur aus monochromen Flächen bestanden. Und Sie müssen sich mal überlegen, was das bedeutet. Die Reklamezeitschrift für ein Fotostudio und Bayer macht keine Fotos auf das Cover, sondern macht sie einfach schwarz oder in dem Fall blau. Das zweite Beispiel hier rechts ist aus dem Jahr 1933. Damit komme ich zum Hauptteil meines Vortrags. Wir sind also jetzt im Jahr 1933 angelangt und anlässlich der Frage, wie das Leben für den früheren Bauhäusler Herbert Bayer weiterging, I had a good life in Berlin, würde ich gerne wieder zur Neuen Linie zurückkehren. An seinen Zeitschriftencovers sehen Sie nämlich sehr schön, was sich nach der faschistischen Machtübernahme für den Ex-Bauhäusler und damit potenziellen Kommunisten und Kulturbolschewisten Bayer, was sich für ihn geändert hat. Nicht wirklich viel. Es mag Sie vielleicht erstaunen, dass die Neue Linie, geleitet von dem Chefredakteur und sogenannten damals Halbjuden Bruno E. Werner, dass die Neue Linie auch unter dem faschistischen Regime nahezu bruchlos fortgeführt werden konnte. Denn Sie sind natürlich genauso wie ich mit der Tatsache vertraut, dass die Nazis sofort eine Gleichschaltung des Mediensystems, insbesondere der Presse, angestrebt haben. Das Propagandaministerium unter Goebbels war allerdings insbesondere darum bemüht, die politische und aktuelle Berichterstattung zu kontrollieren und zu lenken. Im Bereich der Unterhaltung war die Zensur aber weniger ausgeprägt, im Gegenteil. Dieses scheinbar harmlose Feld schien wie geschaffen dafür, um die Fiktion eines funktionierenden Geisteslebens aufrechtzuerhalten. Die Neue Linie erfüllte für das Regime eine wichtige Funktion. Sie verkörperte nationalsozialistische Modernität, Weltläufigkeit, kulturelle Toleranz, aber natürlich auch Überlegenheit der deutschen Gebrauchsgrafik. Denn zu bedeutenden Anlässen wie die Olympiade 1936 entstehen opulente Sonderhefte, von der Staatsmacht mitfinanziert und als PR-Maßnahme an die Besucher im Ausland verteilt. Eins von Bayer sehen Sie hier links unten. Die Formensprache des Bauhauses wurde so vermittelt über die Neue Linie zur offiziellen kulturellen Repräsentation benutzt. So sehr Sie das verwundern mag,
Und zwar bis zu ihrer Einstellung 1943, denn so lange blieb Mahony Notchs Basislayout mit Byers Schriftzug unveränderte Grundlage. Die neue Linie verpackte den Geist der neuen Typografie in zwar abgeschwächte, klar, aber immer noch wirkungsvolle, für die intellektuelle Oberschicht akzeptable Kioskware. Und hier kommt eben Herbert Byer ins Spiel. Hier war seine Nische für zum Teil ganz nette Arbeiten. Zunächst scheint es uns ein Rätsel, wie noch nach 1933 solche unverhohlen moderne, zuweilen sogar surrealistische Umschlagzeichnungen an den deutschen Kiosken verkauft werden konnten, wie diese. Aber, und das ist eine der zentralen Erkenntnisse aus dem Fall Byer, mit 1933 und der faschistischen Diktatur kam tatsächlich nicht plötzlich die Nacht über Deutschland, wie es oft verkürzt dargestellt wird. Natürlich, man hat sich um Gleichschaltung bemüht, aber weder war sie von jetzt auf gleich realisierbar, noch war sie im Sinne einer Vereinheitlichung überhaupt angestrebt. Das Ziel war, und jetzt fasse ich sehr dicht zusammen, Ziel war die propagandistische Lenkung eines vielstimmigen Chors, wie es damals aus dem Propagandaministerium hieß. Und in dem Chor hatte auch die Bauhausmoderne eine Stimme, denn erstens standen manche Ziele des Bauhauses wie Rationalisierung oder Effizienz überhaupt nicht im Widerspruch zur faschistischen Ideologie. Zweitens war man gegenüber dem Ausland immer bemüht, Repressalien zu verschleiern und zumindest den Anschein zu erwecken, es sei eine freie Meinungsäußerung möglich. Drittens musste man den Intellektuellen, die noch in Deutschland verblieben waren, irgendwas Anspruchsvolles bieten, um sie nicht endgültig zu verlieren. Und viertens war das Gebiet der Gestaltung und des Designs mit seiner Zweckorientierung lange unverdächtig und eben weniger der staatlichen Kontrolle unterworfen als eben die meinungsbildenden politischen Quellen oder der freie künstlerische Ausdruck. In einem solchen System arbeitet jetzt also Herbert Byer ab 1933 noch fast 6 Jahre lang, bis auch er sich zur Emigration entschlossen hat. Er wirkte nicht im Verborgenen. Im Gegenteil, als Leiter des Studios Duraland, er selbst einer der angesehensten und bestverdiensten Gebrauchsgrafiker Deutschlands, mit einem eigenen, gut eingeführten Atelier, Aufträgen satt, blieb er stets auf dem Präsentierteller. Und seine Bauhausvergangenheit hat er nie und niemandem gegenüber verschwiegen. Wie auch. Byer empfand aber, und das schrieb er schon 1934 in sein Tagebuch, Zitat, das minderwertige geistige Niveau, die geistige Abgeschlossenheit, die allgemeine Isoliertheit ist recht bedrückend. Trotzdem galt er selbst seinen Freunden, seinen engsten Freunden, als Star des Propagandaministers, wie Ise Grofjohn ihn mal mit einem Augenzwinkern bezeichnet hat. Er selbst nannte sich ironisch Goebbels anonymen Favoriten. Für wieder andere, wie beispielsweise den Bauhaus-Emigranten jüdischer Herkunft Jesekiel Kirschenbaum, war Byer, Zitat, in Deutschland alles Piepe. Die Hauptsache, als erster Nazi-Plakatzeichner zu gelten. Nein, mein Lieber, Gesinnungsschwein bleibt Lump. Genau diese Ambivalenz ist am Schaffen von Herbert Byer so interessant. Denn in seinem Bemühen um grafisch anspruchsvolle Lösungen war es für ihn auch problemlos möglich, diesen neuen Linieumschlag, seinen vorletzten vom Jahr 1938, zu zeichnen. Für das Italien-Sonderheft eine Mussolini-Apotheose mit klassischen Elementen in italienischen Nationalfarben, gestalterisch unglaublich überzeugend, aber letztendlich doch nichts anderes als faschistische Propaganda. Ich kann hier nicht im Einzelnen auf all die Arbeiten der 30er Jahre und die biografischen Details eingehen, die ich ja nach einigen Recherchen in seinem Nachlass schon vor einiger Zeit in 2 Ausstellungen, Frau Dressler hat es erwähnt, und 2 Büchern aufgearbeitet habe. Wenn Sie es interessiert, können Sie dort nachlesen. Ich möchte nur 2 Aspekte in der gebotenen Kürze beleuchten. Zunächst die Frage, weshalb Herbert Byer sich trotz seiner Erfolge in Deutschland dann 1938 doch zur Emigration entschloss. Tatsächlich rekrutierten sich Byers Auftraggeber vor wie nach 1933 bevorzugt aus der Konsumgüterindustrie und dem Verlagswesen. Hinzu kamen jetzt auch staatliche Stellen und staatsnahe Einrichtungen. Im Auftrag der Berliner Messegesellschaft entwarf er Drucksachen für Prestigeprojekte
etwa zu den Großausstellungen Deutsches Volk, Deutsche Arbeit 34, Das Wunder des Lebens 35. Den Hintergrund können Sie ausführlich in der Ausstellung sehen, da ist es sehr schön aufgearbeitet. Und es ist schon sehr spitzfindig, wie Bayer später zu behaupten, was aber korrekt ist, er habe damit nie für die Partei oder für den NS-Staat gearbeitet. Das ist formal richtig. Der Staat war nicht sein Auftraggeber. Der Auftraggeber war die Messegesellschaft, wo er mit Ingo Kaul einen Freund sitzen hatte, der ihm die Aufträge verschafft hat. Aber die Arbeiten dienten natürlich zweifellos der politischen Propaganda des NS-Regimes und der ideologischen Unterfütterung des Führerstaats und seiner Rassenideologie. Heute traurig legendär ist ein Plakat für wasserabweisende Stoffe der Vereinigung Arischer Kleiderfabrikanten. Und ich weiß immer noch nicht, wie Frau Dressler Sie es geschafft haben, dieses hierher zu bekommen aus Linz. Und zwar deswegen, weil Bayer in einem Akt der Geschichtsklitterung genau dieses Motiv später retuschiert hat. Und zwar für sein eigenes Retrospektivwerk, das Buch, das er auch in Vorbereitung der Stuttgarter Ausstellung 1968 zusammengestellt hat. Das Arische, wie Sie hier sehen, wollte er dann doch draußen haben. Und auch diesen Punkt unten, in dem auch das Arische nochmal drinsteht, dieses Signet wird dann einfach zu einem dicken Punkt, wie man es von ihm ja auch aus der Bauhauszeit kennt, wo er das gerne verwendet hat. Nebenbei sage ich jetzt unabhängig von meinem Manuskript, weil ich es gestern gesehen habe, Sie haben eine sehr ausführliche Beschreibung auch in der Ausstellung drin, wo Sie zu Recht sagen, es ist auf 1930 datiert und 1930 hat auch Linz das immer noch datiert. Mit Verlaub, diese Arbeitsgemeinschaft arischer Fabrikanten existierte 1930 noch gar nicht. Die wurde Mitte der 30er gegründet. Dieses Plakat hat er zwar dann gerne vorverlegt, wie wir es gestern gehört haben, wie viele andere auch ihre Arbeiten gerne vorverlegt haben dann. Es stammt nicht von 1930, sondern natürlich 1937, als diese Kampagne war. Klammer zu. Aber, und das ist mein zweiter Punkt, 1937, als diese Kampagne etwa entstand, da hatte die Karriere von Bayer in Deutschland schon ihren Zenit überschritten. Zwar war sein Stil inzwischen international populär, wie dieser Umschlag des von ihm geschätzten Schweizers Herbert Matter zeigt, ganz links. Und in Deutschland hat er auch eine Reihe von Epigonen gefunden. Sie sind hier Beispiele für neue Linietitel von seinen Kollegen und Nachfolgern bei Dorland, Hannes Neuner, Kurt Kranz, Richard Roth. Dennoch, an der Olympiade 1936, der Großinszenierung des Faschistenstaats, ist er nur mit einem kleinen Prospekt, einem neuen Linietitel, und im Katalog zur Deutschland-Ausstellung beigelegt. Sie sehen hier den selten gezeigten Prospekt für die Einweihung der Dietrich-Eckhardt-Bühne, heute die Waldbühne in Berlin, die ja anlässlich 36 der Olympiade eröffnet wurde. An der Prestige-Ausstellung gibt mir 4 Jahre Zeit, die auch hier in der Ausstellung vorkommt, war er gar nicht beteiligt. Tatsächlich hatte sich 1936 der Wind für ihn gedreht und das hatte eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen warf schon die Barbarei der Aktion Entartete Kunst ihre Schatten voraus, in der auch Herbert Bayer vertreten war mit einem Werk, das in die Wanderausstellung aufgenommen wurde. Zudem war er vorher ohne Genehmigung der Behörden nach London gereist, um dort eine Ausstellung von seinen Werken vorzubereiten und sie damit außer Landes zu schaffen für eine spätere Emigration, Klammer zu. Und schließlich hatte Ärger wegen seinen Zahlungen an seine jüdische Ehefrau, die anscheinend von einem Dorland-Mitarbeiter denunziert wurde, wie es Ise Gropius später berichtet hat. Spätestens daran wird deutlich, und das ist jetzt ein Punkt, den ich gerne abschließend vertiefen will, das verdeutlicht, dass man ohne die biografischen Hintergründe Bayers und der Menschen in seinem Beziehungsnetzwerk nicht ansatzweise verstehen kann, wie es zu diesem ambivalenten Werk in den 30er Jahren kam, das ich Ihnen ausschnittsweise gezeigt habe. Die Dokumente im Denver Art Museum, wo sein Nachlass liegt, insbesondere seine Tagebücher, die umfangreichen Briefwechsel mit seiner Frau Irene, mit seinen Freunden aus dem Bauhaus und bei Dorland, diese Dokumente zeigen, welch kompliziertes privates Arrangement Bayer getroffen hatte, um sein Leben einigermaßen im Gleichgewicht zu behalten. Irene heiratete er schon 1925. Und schnell wird die Liebesgeschichte zu einer gemeinsamen Leidensgeschichte mit vielen Aufs und Abs, in der ungewollte Schwangerschaften, Eifersucht, die unzähligen Liebschaften des gutaussehenden und sportlichen, immer braungebrannten Bayer eine Rolle spielen. Auch das können Sie in dem zweiten Buch, das ich geschrieben habe, in einer eher biografischen Skizze nachlesen. Die gemeinsame Tochter Mutzi, die Sie hier sehen, wurde in eine eigentlich schon aufgelöste Beziehung hineingeboren. Und in den gesamten 1930er Jahren bemüht Bayer sich einerseits seiner Tochter, die er über alles geliebt hat, seiner Tochter so etwas wie ein geregeltes Familienleben zu bieten. Aber andererseits
pflegt ein ausschweifendes Privatleben, in dem sein Freund, sein Männerfreund Willy B. Klar und der gemeinsame Montagsclub mit seinen regelmäßigen Vergnügungen, seinen Herrenabenden, seinen erotischen Abenteuern eine Rolle spielen. Willy Klar, hier rechts unten, hat darüber in seinen Memoiren sehr deutlich berichtet, ist als Privatdruck leider nur schwer zu erhalten. Und unter den schnell wechselnden Mimis und Mitzis, wie Irene sie einmal bezeichnet hat, waren Sternchen wie die deutsche Schönheitskönigin Friedel Körner, hier links im Bild, oder Karin Lahl, die als deutscher Prototyp des Supermodels galt und unter dem Namen Karin Stielke eine Weltkarriere starten sollte. Könnten Sie in Betrieb nehmen? Herbert Bayer hatte einen Schlag bei den Frauen, wie es damals hieß. Und was wir jetzt hier mit einem Medienwechsel leider machen müssen, weil es der Mac sonst nicht mit meinem Windows-Programm, mit meiner Windows-Präsentation kann. Was Sie jetzt sehen, sind kaum bekannte Filmaufnahmen von Bayer 1933. Es sind meines Wissens nach die überhaupt einzigen Bewegtbilder von Bayer aus der Vorkriegszeit, die ich in einer alten Filmdose in Denver gefunden habe. Er hat sie damals hergestellt, um Irene, die in Prag war zu der Zeit, die Tochter bei ihm gelassen hat, quasi so eine Art Souvenir zu seiner Tochter, Souvenir von ihrer Tochter mitzugeben. Gefilmt wurden sie von Xanti Schawinski, auch ein Bauhäusler, dem Taufpaten von Mutzi, der Tochter. Vielleicht konnten diese Aufnahmen Ihnen den Womanizer Bayer ein bisschen rüberbringen. Das Bankkonto gut gefüllt, regelmäßige Skiurlaube in den Bergen, Touren durch Südeuropa, ein Segelboot, ein Wagen für die kleinen Spritztouren am Wochenende mit wechselnden, stets adretten Damenbekanntschaften. Auch im NS-Deutschland ließe sich gut leben. Für manche. I had a good life in Berlin. Es würde zu weit führen, dies hier alles auszubreiten. Aber letztendlich waren diese ganzen Zerstreuungen, über die ich Ihnen berichtet habe, auch nicht mehr als die Kompensation für den Verlust seiner großen Liebe, nämlich der Liebe zu Ise Gropius, zu der bekanntlich Anfang der 1930er Jahre über mehrere Jahre ein außereheliches Verhältnis pflegte. Das wiederum hat die Beziehung zu seinem väterlichen Freund und Mentor Walter Gropius empfindlich belastet, wie man sich vorstellen kann. Ich habe das an anderer Stelle ausführlich dargestellt, ich will das hier nicht ausbreiten, aber es ist wichtig, weil es erklärt, weshalb Bayer lange der übliche Weg seiner Freunde in die Emigration versperrt war. Denn wie hätte es auf Gropius wirken müssen, wenn Bayer seiner unerfüllten Liebe gefolgt wäre, die er gerade aus Bayers Reichweite raushalten wollte? Privatleben und künstlerische Arbeit, beruflicher Erfolg und persönliche Niederlagen. Manchmal sind Erklärungen trivial. Und in Bayers Biografie der 30er Jahre konzentriert sich diese Zerrissenheit der Zeitschicksale, wie ich finde, geradezu prototypisch. Und so wechseln sich in Bayers Briefen und Tagebüchern verzweifelte, melancholische, resignierende und auch wütende Passagen ab. Ich will stellvertretend hier nur eine berühmt gewordene Zeile aus einem Brief an das Ehepaar Gropius, an beide, von 1937 zitieren. Ich sitze mit einem Glas Wein, aus dem ich auf euch trinke, schreibt Bayer zuerst und dann, im Nuttenpalais. Diese und die Juden sind jetzt raus, es bleiben nur noch die Arier und der schlechte Ruf. Und mein Rheumatismus, den ich mir hier geholt habe, weil ich seit Jahren im Zug liege. Soll man das verändern? Bevor man Amerika gesehen hat? Tatsächlich zögert aber lange, das Land zu verlassen. Deutschland, das ihm ein angenehmes Leben, eine erfolgreiche Karriere ermöglichte, ohne die Aussicht auf Arbeit und Auskommen, wollte er den Sprung ins Ungewisse nicht wagen. Und auch wenn der Künstler Bayer den Alltragstrott einer Werbeagentur nur als ein Mittel zum Broterwerb betrachtet hat, es war ihm trotzdem wichtig. Aber 1938 schien dann der richtige Zeitpunkt gekommen. Walter Gropius bot ihm die Federführung bei der Ausrichtung der ersten Bauhaus-Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art an, eben diese, über die wir hier schon mehrfach gesprochen haben, von 1938. Und dieser Auftrag bewog Bayer, seine Berliner Existenz aufzulösen. Und die Begleitumstände, weil sie weitgehend unbekannt sind, würde ich Ihnen gerne kurz erläutern, denn sie sind aus heutiger Sicht doch ziemlich vielsagend.
Im Umfeld seines Studios hat er Mitte der 30er Jahre bevorzugt Grafiker beschäftigt, die er noch von seiner Zeit aus dem Bauhaus kannte, Leute, die zum Teil noch von ihm und seinem Nachfolger Jost Schmidt unterrichtet worden waren. Beispielsweise waren es die Gebrüder Hein und Hans Ferdinand Neuner, die in ihren Arbeiten deutlich weniger Distanz zu den Propagandazielen des Regimes gezeigt haben. Sie sehen hier ein Plakat um 1937, eine Doppelseite aus der Kraft durch Freude-Zeitschrift Freude und Arbeit. Anlässlich der Einweihung der neuen Berliner Reichskanzlei, das Bild rechts oben, ist Hein Neuner porträtiert von seinem Bruder Hans Ferdinand Neuner. Deutlich wichtiger war freilich Kurt Kranz, den Sie hier sehen. Der hat am späten Bauhaus mit seinen montierten Bildserien, haben Sie auch hier in der Ausstellung, Aufmerksamkeit erregt. Aber er war in den 30er Jahren ebenfalls für Freude und Arbeit und über andere Propagandamedien tätig. Bayer hatte Kranz in seinem Studio eine Festanstellung gegeben. Und der war auch sein designierter Nachfolger, als Bayer Anfang 38, nach der Rückkehr von seiner ersten USA-Reise zu Gropius, als er begonnen hat, seine Existenz aufzulösen. Er schiffte sich am 15. August 1938 von Bremen aus nach New York ein. Aber aus den Briefen Irenes an ihren bereits ausgereisten Gatten, und Sie bedenken bitte, dass Irene die Halbjüdin war und nicht er. Aus den Briefen Irenes an ihre bereits ausgereisten Gatten wird deutlich, dass Bayer bei seinem Abschied aus Deutschland keineswegs alle Angelegenheiten geregelt hat, wie er den Einschein erweckt hatte. Tatsächlich hat er nämlich Irene, die ihm den Affidavit für USA über ihren Vater besorgt hatte. Tatsächlich hat er Irene mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt, aber ohne dass sie darauf auf vernünftige Papiere oder fachliche Unterstützung zählen konnte. Sein engster Freund Willy B. Klar, Sie erinnern sich vorhin, der Mann im Auto, beklagte sich später heftig, dass Bayer diese Aufgaben nicht ihm überlassen hatte. Zitat: Mehrmals habe ich dir angeboten, deine Interessen zu wahren. Aber du hast überhaupt keine derartigen Anstalten gemacht, sondern mit allen anderen, nur nicht mit deinem Freund über die Hinterlassenschaft gesprochen. Sicherlich bist nicht du so sehr daran schuld, als deine Frau, die mich wie die Todsünde hasste und befürchtete, dass ich eingehende Gelder wohl eher für mich und deine mit mir auch befreundet seienden Bekannten unterschlagen würde. Irene goss über 1300 Reichsmark vor, um eine Steuerschuld des Studios zu begleichen. Bayers Kumpan Klar zeigte sich unwillig, die vereinbarte Summe für die Übernahme von Bayers geliebtem Wagen zu bezahlen. Denn, so Irene, er ist über die Ohren verschuldet, kann nicht mal seine Hypothekenzinsen bezahlen und ginge nur noch beim Hinterausgang aus Dorland fort, weil vorne immer ein Gläubiger auf ihn wartet. Im Studio gab es Streit, als Bayerns Namenstafeln abgeschraubt wurden und der Leiter der Werbeagentur, Walter Metters, wollte seinen Vertrag mit Bayer nicht einhalten, weil sein Vertragspartner jetzt im Ausland war und Rene im Ernstfall mangels Dokumenten keinerlei Handhabe vor Gericht hatte. Zumindest auf Kurt Kranz, der nun an Bayers Stelle das Studio führte, schien zunächst noch Verlass zu sein, denn er leistet, was seine Pflicht verlangt, wie Irene Bayer schrieb. Irene musste sich mit ihm gutstellen, damit er wenigstens treu bleibt, und sie fragte sich, wann er drauf kommt, dass er auch alles stehlen kann, ohne was dafür geben zu müssen. Mit Stehlen war das geistige Eigentum von Bayer gemeint. Aber sie zweifelte schon kurz drauf, ob nicht Kranz schon für eigene Rechnung für die Leute arbeitet. Er sitzt tief in Schulden, denn die Hypothek wurde ihm nicht ausgezahlt, weil sein Luftschutzkeller nicht vorschriftsmäßig ist. Nach Irenes Ansicht begaß Kranz nicht das kreative Potenzial, um die künstlerische Lücke zu füllen, die Herbert Bayer im Studio Dorland hinterlassen hatte. Du hast deine Persönlichkeit unterschätzt. Kranz ist bedeutungslos. Wenn auch ein anständiger Kerl, hoffentlich. Hoffentlich. Das Urteil der ehemaligen Dorland-Kollegen über den, so Willy B. Klar, Nazi-Obertyrann Kurt Kranz, fiel später weniger freundlich aus. Kranz ist wieder in Berlin und macht den Großspurigen, schrieb Mattes nach dem Krieg an Bayer. Als großer Antisemit war er im Krieg Propagandamann in Norwegen. Ich könnte ihn gut brauchen, denn er arbeitet noch heute in dem von Ihnen gelernten Sinne. Aber ich mag diese Type nicht. Irene hatte im September 38 den Eindruck, dass Bayers Ex-Kollegen sich benehmen wie ein Pack Wölfe. Ich bin überzeugt, dass die Bücher frisiert sind und Dorland uns übers Ohr haut, aber ich bin hilflos. Sie hielt keinen Zugang zu den Unterlagen, wurde vernichtet, bekam die versprochenen Zahlungen nicht. Und kurz davor der Resignation verfiel sie auf eine List und wollte sogar die NS-Behörden als Druckmittel benutzen. Ich kämpfe hier gegen Windmühlenflügel. Es ist auf der Hand liegend, dass sie dich beschwindeln. Jedenfalls fordert von mir die Devisenstelle eine ganz präzise und klare Abrechnung. Wenn sie nicht Farbe bekennen, setzt die Behörde einen Mann in die Bude und er guckt ihnen in alle Töpfe rein.
Aber sie konnte vermutlich nicht mehr erreichen, als dass Dorland dann die Umzugskosten bei der Spedition beglichen hat. Seine Berliner Möbel konnte Bayer zusammen mit seinen Bildern dann Anfang 39 in Empfang nehmen. Aber erst nachdem Irene alleine alles am 29. September einer Speditionsverschiffung übergeben hatte. Eine aufschlussreiche Episode will ich Ihnen nicht verschweigen. Die hat sich ereignet, als der Hausrat von beiden verladen wurde. Da ist noch eine andere Sorge, hat Irene an Herbert geschrieben. Unsere Hakenkreuzfrane lag auch im selben Zimmer. Ich sprach noch mit dem Packer drüber und er meinte, wir sollten es nicht einpacken. Unsere Gesinnung könnten wir ja haben, aber es könnte unangenehm werden, wenn ein amerikanischer Zollbeamter drauf stößt. Und besonders jetzt, wo so große antideutsche Hetze ist drüben. 38. Jedenfalls fand ich die Fahne nicht mehr vor und der Lift, also der Container, war schon weg. Hoffentlich wird es keine Komplikation verursachen. Jedenfalls wäre gut, wenn du zum Zoll Bar, der gestern erwähnte Direktor von MoMA, oder Ed oder irgendeinen anderen Amerikaner mitnehmen würdest. Ob Irenes Besitz unserer Fahne tatsächlich Aufschluss über ihre Gesinnung gibt oder ob es nur Ausdruck des Bemühens war, bei festlichen Anlässen eben nicht aufzufallen, das können wir an dieser Stelle nicht mehr klären. Denn es konnte und es mag in dem Fall einer Ausländerin jüdischer Herkunft, wie Irene Bayers war, es mag zutreffen, es könnte durchaus opportun gewesen sein, eine Reichsflagge zu besitzen und sie bei den entsprechenden Anlässen auch zu verwenden, um im Alltag nicht aufzufallen und keine negative Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wir sollten hier als Nachgeborene sehr vorsichtig sein, über Menschen zu urteilen, die in dieser Zeit in Deutschland auch überleben müssten. Ich will trotzdem nachtragen, dass Irene Bayer noch im Dezember 31 mit einem der letzten Schiffe, ich habe gestern gehört, das war auch 39 da noch möglich, aber auf jeden Fall mit einem der letzten Schiffe, als sogenannte Halbjüdin noch rausgekommen ist aus Deutschland, sich und ihre Tochter in die USA gerettet hat. Fußnote: Herbert Bayer hatte ihr von der Fahrt abgeraten. Vermutlich, weil in New York gerade Isogropius wieder getroffen hat, die ihn bei der Ausstellung der Installation der Bauhausausstellung unterstützt hat. Hätte sie auf Bayer gehört und die Ausreise verschoben, wissen wir nicht, ob ihr und ihrer Tochter die Vernichtung in einem der Konzentrationslager gedroht hätte. Aber auch das konnte Bayer zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen. Herbert Bayer hingegen blieb für den Neuanfang in den USA also. Erstens seine Werke, die er mitnehmen konnte, dann die Aussicht auf Startkapital und Anstellung, weiter die Hoffnung, dass aufgrund der kommerziellen Verwertbarkeit seiner künstlerischen Fähigkeiten er schnell Fuß fassen würde. Das damals aufsehenerregende Cover für Harper's Bazaar von 1940, das Sie hier sehen, mit dieser seriellen Wiederholung des Frauenkopfes und den in wechselnden Farben geschminkten Lippen, das ist letztendlich nichts weiteres als Pop-Art avant la lettre. Das zeigt, wie schnell Bayer sich an die neue Kultur anpassen konnte und dabei wieder seiner Zeit um 20 Jahre voraus war, wie in Deutschland mit seinen Illustrationen, die irgendwie an die 50er Jahre und an die Nierentische erinnern. Aber vielleicht sein wichtigstes Kapital war die Gewissheit, dass ihn in der Emigration ein verlässlicher Freundeskreis führer Bauhausangehöriger unterstützen würde. Und damit hat der legal unter den Augen des Regimes ausgereiste Bayer letztlich über eine bessere Ausgangsposition verfügt als viele andere Emigranten aus der Kunstwelt. Denn denen war nach einer abenteuerlichen Flucht oft wenig mehr geblieben als ihr nacktes Leben. Wenn überhaupt. Sie sehen hier Herbert Bayers Vermächtnis an Deutschland. Seine letzte hier erschienene Arbeit aus dem Oktober 38, als er selbst schon in die USA ausgereist war. Ein Zeitschriftenumschlag für das Fachblatt Gebrauchsgrafik. Wieder auf seine radikal moderne Allegorie auf seinen Beruf. Aber naiv in der Hinsicht, dass der Gestalter seiner Meinung nach das, was er über sein Auge wahrnimmt, ungefiltert in seine Hand fließen lassen sollte, ohne dass das Gehirn, ich füge an, oder gar ein politisches Bewusstsein diesen Prozess stört. Bayer war, das erkennt man aus seinen Tagebucheinträgen, ein durch und durch unpolitischer Mensch, so schwer uns auch fallen mag, das zu akzeptieren. Und schließlich waren es in den 1930er Jahren auch keine politischen Überlegungen primär, die Bayer zur Ausreise bewogen haben. Gegen den Wind kann man halt nicht. Das sah er irgendwann ein, spät, aber gerade noch rechtzeitig. Andere, wie die Neuners oder Kranz, sind geblieben. Immerhin. Politik wurde für Bayer immer erst dann wichtig, wenn sie seinen eigenen persönlichen Wirkungspreis begraf. Aber 1938, als Hitler den Anschluss Österreichs betrieb, da war die Politik doch in sein Leben eingedrungen. Der Österreicher Bayer
plötzlich vom Ausländer zum Deutschen geworden und es wurde höchste Zeit für eine Ausreise. Erst 1972, das Ende seiner Karriere und auch seines Lebens vor Augen, erst 1972, endlich, notierte er in seinem Tagebuch einige Sätze, die zeigen, dass er nun im Rückblick die Ambivalenz seines Daseins in den 30er Jahren erkannt hatte. Trying to recall my life during these years, schreibt er. Trying to recall my life during these years, I'm appalled how blind I lived to the momentous events of these times, in which we were so totally engulfed. And with the problems of sustaining an existence in poverty, we had no interests in politics. We were clear on this point that art cannot be political, but as I see it today, the artist can and should, like any other citizen, have political opinions and directions. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.